Alles soll besser werden, vor allem das Wetter, so viel steht fest. Guten Abend zur Aktuellen Stunde an diesem Freitag. Catcam, die Katze mit der Knipse. Geht Ihr Kater fremd? Frisst er aus Nachbarstopf? Wie viele Mäuse jagt Ihre Katze? Wo treibt sie sich eigentlich nachts rum? All diese wirklich drängenden Fragen, die können beantwortet werden. Dann nämlich, wenn Sie es so machen wie Stefan Bieletzke aus Bielefeld. Der Mann ist Fachhochschulprofessor. Und er hat seiner Katze Smatka eine Minifunkkamera, eine Catcam, um den Hals gehängt, weil er wissen wollte, was seine Katze in ihrer Freizeit alles so treibt. Als Paparazzo hätte Smatka also eine wirklich große Karriere vor sich. Ja, sie könnte ja zum Beispiel bei Claudia Schiffer unter das Bett krabbeln oder mit Boris Becker herumstreuen und Fotos machen. Ja, aber bisher ist Smatka ganz brav in Bielefeld. So sehen wir Smarker und so sieht Smarker uns. Eine Mini-Funkkamera liefert das Bild. Etwas verwackelt, aber Smarker ist halt schnell unterwegs. Sie ist ein wenig schreckhaft, mag von unserer Kamera nur ungern beobachtet werden. Die Flucht ins Blumenbeet gleicht aus ihrer Sicht einem Ausflug in einen Dschungel. Für Stefan Bieletzke aus Bielefeld sind das mittlerweile gewohnte Bilder. Vor 3 Jahren war ihm die Katze zugelaufen, lebt nun in seinem Garten. Seit kurzem hängt er ihr ab und zu die Kamera um und beobachtet sie live im Fernsehen. Dann nimmt man teil an einem ganz normalen Katzenleben. Das heißt also, die Katze legt sich in ihr Häuschen, schläft, putzt sich, läuft zum Nachbarn, trifft irgendwelche Menschen, vor denen sie dann meistens davonläuft, klettert auf den Schuppen rauf oder beobachtet einen Vogel, den sie dann aber meistens dann doch nicht zu fassen bekommt. Deshalb lässt sich Smarka auch regelmäßig auf der Terrasse blicken, um sich ihr Futter abzuholen. Die Kamera um ihren Hals ist gerade einmal Streichholzschachtel groß. Normalerweise werden damit Hauseingänge überwacht. Das ist eine Funkkamera, die ist insgesamt nur 75 Gramm schwer, inklusive der Batterie. Ist nicht wasserdicht, normalerweise ist sie damit nur bei Sonne unterwegs und auch nur ab und zu mal einmal die Woche, dass sie für 1-2 Stündchen dann hier durch den Garten streift oder durch den Ostpark. Ich dachte, dass sie vielleicht sogar noch weiter wegläuft, aber normalerweise, ich lasse mal laufen. Ja. Normalerweise ist sie doch relativ ängstlich und bleibt hier im Umkreis von 200 Metern, was für die Kamera gut ist, weil die Funkreichweite, wie sich herausgestellt hat, auch gar nicht viel weiter geht. Doch mittlerweile sendet die Kamera quasi rund um die Welt. Stefan Bieletzke hat 2 Videos von Smarka ins Internet gestellt. Die Resonanz darauf ist riesig. Das war überraschend für mich, dass innerhalb kürzester Zeit dann doch über 25.000 Personen innerhalb von wenigen Tagen sich das Video bzw. diese Videos angeschaut haben und auch relativ viele Personen aus der ganzen Welt dann die Seite an sich besuchen und mir halt auch Mails senden, zum Teil dann sich ausschütten, mir erzählen über ihre Katzen, zum Teil aber auch dann das Projekt einfach loben. Bieletzke hat bereits ein neues Projekt in Arbeit. Der 41-Jährige erzählte einem befreundeten Kunstprofessor von Fotos, die mit der Katzenkamera entstanden sind. Da hat er noch freundlich abgewunken und ich war dann aber etwas hartnäckig und habe sie ihm dann wenigstens noch mal zeigen wollen und habe sie ihm auf den Schreibtisch gelegt. Und dann hat er gesagt, oh doch, das ist interessant, also das könnte in den Bereich experimentell Kunst tatsächlich reingehen. Deshalb ist es von diesem Professor geplant und ich mache da natürlich gerne mit, dass wir hier in Bielefeld an der Fachhochschule eine kleine Ausstellung mit einer Vernissage machen werden, wo die Bilder dann einige Monate sicherlich hängen. An Ideen wird Smarkas Herrchen nicht müde. Die Katzenkamera soll nach Planung von Stefan Bieletzke demnächst mit einem GPS-Sender ausgestattet werden. So kann er Smarka nicht nur sehen, sondern sie auch auf den Meter genau orten. Smarkas Welt, großartig. In Bielefeld gibt es zurzeit ein ganz besonderes, sagen wir mal, Filmprojekt, denn FH-Professor Stefan Bieletzke hat seine Katze mit einer eigenen kleinen Funkkamera ausgestattet und kann jetzt immer live verfolgen, was seine Katze gerade macht und wo sie sich gerade aufhält. Das Ganze bequem vom Fernseher aus von zu Hause. Wir haben den Professor, seine Katze Smarka und die Kamera besucht. So sehen wir Smarka und so sieht Smarka uns. Eine Mini-Funkkamera liefert das Bild. Etwas verwackelt, aber Smarka ist halt schnell unterwegs.